Herzlich willkommen hier zu dieser neuen Ausgabe von AppTests Video. Wir wollen uns heute anschauen, iTunes 11, Apples Medienabspielapplikation in ihrer neuesten Version. Und was als erstes auffallen dürfte, ist das neue Interface, was ihr hier gerade seht, was viel mehr auf Bilder setzt und einen Store direkt in die Albenansicht eingebaut hat. Außerdem neu ist dieser kleine Mini-Player, der sich statt der großen iTunes-Fenster einfach auf dem Desktop platziert, wie ihr es hier seht, und der dann Titel abspielt, Titel sucht und zu dieser Up-Next-Funktion hinzufügt, das heißt eine Wiedergabeliste, die automatisch generiert wird und wo dann die nächsten Titel einfach hinzugefügt werden können. Außerdem neu ist das Store-Interface, das jetzt komplett sich an iOS 6 und der dortigen neuen Store-Ansicht orientiert, mit viel mehr Bildern, viel mehr Coverflow. Artisten haben jetzt die Möglichkeit, neue Bilder für Alben zu übermitteln, wie ihr das hier bei AC/DC seht, die jetzt ein Titelbild für das Album haben, was dann auch in der iTunes-Navigation angezeigt werden kann. Außerdem neu ist die Möglichkeit, Playlisten direkt aus der Mediathek hinzuzufügen. Das heißt, einfach Titel rechts in die Sidebar zu ziehen und dort loszulassen, die dann direkt in der Wiedergabeliste sich wiederfinden. Alles in allem sehr großartige Neuerungen. Details gibt es auf AppTests.de in einem Artikel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.